Erklärt. Auch ein schöner Satz, oder? Ja, der Pietro ist natürlich Musikmogul überhaupt, bester Ja, Mann. Der weiß natürlich, wie, wo es lang geht. Schöne aber Grüße auch an Pietro an dieser Stelle. schönen Dank. Sein Album ist draußen. Bitte macht es zur Nummer 1. Das wäre für ihn nicht ganz unwichtig. Ja. Weil auch Warte 50. kurz. Was bitte? Warte kurz. Hey Jungs, Bitte. die Nummer mal, den Pietro auf die 1 bitte, ja? Stellt die Nummer mal auf. Okay. Das ist, glaube ich, die Message ist angekommen. Aber wo waren wir gerade stehen geblieben? Bei Pietro. Ach so, nee, mit den Streaming-Zahlen. Also es war ja so, dass zum Beispiel, wenn so ein Capital Bra zum Beispiel online geht, der hat 4 Millionen, dann sind da 15.000, 16.000. Und jetzt haben wir irgendwie Zahlen, irgendwie Justin Bieber war wohl online, der hat 160 Millionen, da sind 40, 50, 70, 80.000. Und jetzt haben wir alleine 85.000. Also wir sind momentan der weltweit erfolgreichste Livestream jetzt gerade. Viele, Mark Also wie gesagt, Zuckerberg. Olli, wenn du einen Song rausbringen willst, komm Ja. zu Banger Musik. Ja, du, ich werde einfach gucken und Du weißt ja sowieso, die Verträge hier in der Rap-Szene, die sind alle immer sehr, sehr künstlerfreundlich. ja, Und so. absolut. Ja, So. nein, die sind sehr menschenfreundlich vor allem. Und wenn man mal aus so einem Vertrag raus will, dann Ach, ist ja das ist doch relativ. kein Problem. Da gehst du zum Anwalt und ruckzuck, da wird schnell eine Einigung gefunden. Eben. Ich habe da einen super Anwalt zum Beispiel am Cottbuser Tor. Da gehe ich da so hin, jetzt so ein Anwaltsbüro, da gehe ich dann hin und dann bei einer Shisha sage ich, du, ich möchte bei dem da raus aus dem Vertrag. Und dann kommen ja immer so Freunde rüber und sagen, hey, das wäre doch cool, wenn er nicht mehr bei dem beim Vertrag ist. Dann sagen die, ach komm, warum denn nicht? Und so schnell geht das. Muss es eigentlich Viele tun? Probleme. Was für Probleme? Wir reden einfach mal über die Wir Hetzing, reden die über ganze ganz Hetzing. normale Musikverträge und du sagst, wir haben Probleme. Was soll das? Was ist denn Nee, ich Probleme? sage nur, irgendwann steht irgendwer bei uns vor der Türe. Irgendwann. Ja, aber da sind Also sie ich schon. glaube, da stehen in naher Zukunft einige vor der Ja, Türe. meine ich. Ich habe schon Und letztens gerade um ach komm, 9 Uhr abends. das macht jetzt den Braten auch nicht fetter. Ja, Kommt der jetzt eine ist. oder andere mehr? Hör mal, da sollten die Polizei einfach mit zwei Mannschaftswagen kommen, anstatt mit einem. Dann ist Das alles sind gut. aber alles Fanboys von der Polizei. Weißt du, bei mir ist immer richtig SEK hier. Also das ist wirklich der Wahnsinn, was abgeht. Die stürmen hier rein und Also Flair scheint es auch zu kennen. ja, ich bitte dich, Flair. Ey, sag mal, Flair, hört ihr ja. Rap? Du, Amira, du hörst doch bestimmt Rap oder hast mal Rap gehört, oder? Ja, früher so ein bisschen Was hast du schon. denn gehört? Bushido bestimmt, oder? Ja, ein bisschen. So siehst du, ich weiß nicht direkt, ne? Olli, siehst du? Naja, ich habe mit Bushido Hast du schon Musik mal, gemacht. was hörst du eigentlich für Musik? Ich bin Pietro, ne? ich muss sagen, mir ist diese ganze Vocoder-Nummer, weil es hört sich ja jeder Song immer mit. Und ich kann die halt alle nicht unterscheiden. Da ist irgendwie, ich muss zum Beispiel sagen, Sido. Ja, der ist ja dann so ein bisschen fast so in die, sag ich mal, Schlager des Hip-Hops gegangen. Das ist ja so breit, das hört man im Radio. Ach nee, Sido ist Immer eine zehn. Legende, der ist schon lange Ja, dabei. sag Schlager ich ist er ja. nicht. Finde ich zum Beispiel da fast jeden Song irgendwie echt ganz gut, weil ich mag es, wenn es auch ein bisschen Melodie drin ist und nicht nur dieser wummernde Bass. Und ich weiß, jetzt wird Da der bist du Olli bei mir gleich. ganz falsch. Ich weiß, bei dir ist halt sehr viel Bass und sehr viel, auch eine gewisse Form von Sexismus wird da, glaube ich, auch Was? verbreitet. Hör mal, Olli. Ich lasse mir von dir einiges unterstellen, aber nicht Sexismus in meinen Raps. Jetzt reicht's aber, Junge. Komm. Und ich weiß, Olli Entschuldige wird mich, gleich Alter. mit sich auf den Kopf greifen, aber ich finde Capital Bra, finde ich, der macht auch ganz coole Sachen. Ja, das stimmt. Ist auch ganz Ich, toll. ja. Das Oder Nee, generell. Capital Bryce, cool, Mann. Der ist Ich finde der ihn Beste. richtig cool. Der Und auch. upcoming Motherfucker. Ja. Sagen wir so. Ja, In ich der glaube, aus Rap-Szene. dem könnte mal was werden. Und der mit dem Roller? Apache 207 ist das? Ja, der ist auch gut. Auch gut. Mit dem Die Roller? sind alle Roller. gut. Roller, die fahren mit dem Der mit den Roller. langen Haaren? Der mit den langen Haaren, Das genau. ist Der hat eine geile Stimme. Das ist Thomas Ja. Anders. Der hat so einen Ja. richtig coolen Beat. Ja, Thomas Anders, sage ich doch. Ja. Hat er recht. Der Text ist auch gut. Ja, welches gut? Der Text von Ja, dem mit dem langen Haaren und dem Beat. die sind richtig. Die lange Haare, der Mann mit den langen Haaren und dem Beat, das ist, glaube ich, auch Der sein hat doch Album. so ein ja, ich weiß schon. Mir fällt gerade der Titel nicht ein. Aber wie heißt denn dein aktuellster Titel? Mein Track. aktuell teuer, teuer. Teuer, teuer. Muss ich mir gleich Teuer. anhören. Ja, unbedingt. Unbedingt. Mann. Also, dass du das noch nicht gehört hast, Amira. Du scheinst ja echt hinterm Mond zu leben. Also, dass Ja, du dir so den Mega-Hit, dass also du war den verpasst weißt hast. du was, das lasse ich mir jetzt nicht sagen. Hör mal, die Teuer, Corona, teuer. die Corona-Infektion, die hat er ja echt schwer zu schaffen gemacht, dass dieser Song an dir vorbeigegangen ist. Teuer, teuer. Farid Ja, Bang.
Selbstverständlich. Aber bei iTunes gibt es den wohl auch, ja, ne? Ja klar, direkt kaufen. Olli. Ja, ich weißt du was? Guck mal, was ich gerade mache hier. Warte. Ja, hey, Kyrie. Keine heutzutage will noch Nike. Warte mal, wie kann ich den jetzt kaufen? Ich habe ein Apple Music-Abo. Am besten mit Geld. Du kaufst es gleich, versprochen. Ja, glaub, das sagen sie alle. Das sagen die ganzen Nachrichten, die ich bei Instagram kriege. Aber in den Charts sieht das dann anders aus. Komm, Olli, jetzt. Oh. Gib den um die Hals. Ja. Ich nicht an. Ja, bis eben gerade, schade. So, jetzt wirklich, das ist ja, kann ich ja doch den Leuten nicht um die Uhrzeit hier. Meine Schwäche doch, ist genau mein Schwanz. Damit, ich hatte früher längere Haare und hatte einen Pferdeschwanz. Ah, das meinte ich. Jetzt finde ich es doch wieder gut. Meine ich doch mal. In der Popfliste? Wenn es keine Escort-Bitches gibt, wenn es keine Escort-Bitches gibt, würde ich schon lange in der Forbes-Liste stehen. Das ist Lyrik. Warte ganz kurz. Auf höchstem Niveau. Imaginären Mic Drop. Halt hier fest, nicht, dass das Handy kaputt geht. So. Mic Drop. Ja, voll, Junge. Sehr gut. Korrekt. Also Leute. In dem Sinne. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Wasch ihr auch. Hände. Werdet wieder gesund. Ja, werden wir. Und dann sehen wir uns mal irgendwann mal persönlich und vielleicht zerlegen wir irgendwie zusammen ein paar Leute. Habt ihr jetzt Bock drauf? Ich würde sowas niemals machen, Olli. Ja, dann halt irgendwas über Bitches. Okay, über was Positives. Ja, über positive Bitches. Ja, das kriegen wir doch hin. Covid-19. Also in dem Sinne, ja, schönen Abend euch, viel Spaß, Leute. Danke. Ja, ciao. Bam. Fahre bam, bam, bam. Detlef Steves ist, ich stehe fest. Wie sagt man das? Steves? Docklin Steves. Müssen wir jetzt wirklich von Farid Bang zu Detlef Stevens? Das ist aber echt ein harter. Das ist jetzt für die Leute jetzt aber teuer, teuer. Ach, und das ist er auf dem Cover. Ach, wie süß, das ist klein Farid. Ja, da ist er. Wow, ach, süß. Herrlich, du. Also, so. Viel mehr können wir jetzt gar nicht mehr den Leuten bieten, ey, Farid Bang. Ja, die haben jetzt sich, glaube ich, Beef.